So, hallo zusammen, hier sind Stefanie und Max und wir wollen euch einen Zaubertrick mit Karten zeigen. Ihr braucht dafür ein ganz normales Kartendeck mit 52 Karten und ich werde Stefanie jetzt auch zeigen, dass es sich um ganz normale Karten handelt. Es ist nichts Erstaunliches hier dabei. Genau. Wir bitten jetzt einfach die Stefanie irgendwann Stopp zu sagen und diese Karte anzuschauen. Stopp. Die Karte kann dann auch einmal gezeigt werden im Publikum. Okay. Und die kommt irgendwo ziemlich genau in die Mitte. Und dann wird einmal gut durchgemischt. Man kann abheben, man kann mischen, wie man das möchte, sodass ich nicht mehr weiß, wo sich die Karte befindet. Und wenn die Stefanie fertig ist, dann kann sie mir die Karten wieder in die Hand geben. Dankeschön. Und wir schauen uns jetzt einfach alle Karten mal gut durch. Die Stefanie soll ganz fest an die Karte denken, die sie gezogen hat. Ja, wir schauen uns alle Karten an. Ich denke, es war eine schwarze Karte. Und Ja. das ist die Karte. Ja, wir zeigen euch jetzt auch, wie dieser Trick funktioniert. Es ist wichtig, wenn ihr am Anfang die Karten präsentiert, müsst ihr euch die unterste Karte, in diesem Fall die Herz 8, merken. So. Schaut jetzt, blättert einfach mal durch, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann bittet ihr die Person, irgendeine Karte zu ziehen. Es ist ganz egal, welche Karte gezogen wird. Das ist jetzt in diesem Fall diese Karte. Und dann bittet ihr die Person in die Mitte zu legen. Wir haben hier unsere Herz 8, die wir uns gemerkt haben, von ganz unten. Und die legen wir jetzt oben drauf, sodass unter der Herz 8 die gezogene Karte ist. Dann wird das Spiel gemischt. Und hier ist es jetzt so, je besser das Spiel gemischt wird, desto schlechter ist es für euch. Also es ist besser, wenn es nur kurz gemischt wird. Und dann bittet ihr einfach die Person wieder die Karte abzugeben. Und jetzt blättert ihr hindurch, bis ihr die Herz 8 findet, die ihr euch gemerkt habt. Könnt eben noch ein bisschen Show machen, dass die Person an die Karte denken soll. Und hier haben wir jetzt unsere Herz 8. Und die Karte vor der Herz 8, das ist die gezogene Karte. In dem Fall die Kreuz 10. Das heißt, dieser Trick wird zu 95% funktionieren. Je schlechter gemischt wird, desto besser für euch. Genau, und das ist es schon. Viel Spaß beim Ausprobieren.